Hey du. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris. Wir spielen Hogwarts und begeben uns. Leben nehmen, bevor du begreifst, was passiert. Ah! Oh! Waren wir fast tot. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Sehr gut. Wir suchen ein paar Glocken. Die sollen sich hier irgendwo befinden. So. Der ist weg. Hier irgendwo sehe ich noch eine. Okay. Wir suchen weiter. Das war ein Rätsel. Die Karte haben wir dort gefunden, wo wir das letzte Mal waren. So. Sieht aus wie die Stelle auf der Schatzkarte. Also sind wir schon mal richtig. Gesehen habe ich selber noch nicht. So, ich meine, es ist nur noch einer. Man wird glauben, sehr gut, dass ich ganz allein eine Aschwinderin besiegt habe. Ah. Da sind sie. Die dürfen jetzt der Reihe nach spielen. So, wir haben... Ich überlege gerade, wo ich das Dokument finde. Beim Inventar könnte es sein... Das. Achso, Ansehen. So schaut's aus. Okay.
Das war's. Sehr gut. Ein Schatz. Und reicht's? Ah, nicht ganz. Nun gut. Was machen wir jetzt? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Können gerne vielleicht noch ein bisschen was gucken. Die Mission, die wir offen haben, die dauern in Summe mal etwas länger. Deswegen würde ich dir ein anderes Mal machen. Wir sammeln einmal das ein. Was haben wir denn noch so? Hier gibt es noch ganz viele Sachen, die wir finden können. Ich meine aber nicht wirklich interessant sind. Deswegen können wir sie gerne liegen lassen. Dann sammeln wir noch das hier ein. Ja, es gibt noch ganz viele Höhlen, der wir uns widmen könnten. Vielleicht finden wir noch so eine Möglichkeit. Zweifellos schon lange verlassen. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Wobei. Achso, angreifende. Machen wir später. Nein, nicht immer alles trinken, was rumsteht. Ist nicht so gut. So haben wir das auch. Da fehlen gar nicht mehr viele. Ich überlege, ob wir eventuell mal versuchen, von hier zum Beispiel nach da oben zu kommen. Oder auch nicht. Wir fliegen noch ein bisschen rum. Noch ein bisschen Zeit schinden. Dann holen wir uns die Handbuchseite und dann reicht das. Das nächste machen wir dann die Gespräche, die wir dann noch offen haben. Das sollte ich untersuchen. Aber hier ist gefühlt auch jeder irgendwie aggro und mag uns nicht, möchte gerne gegen uns kämpfen. Hallo, haben Sie etwas zu verkaufen? Das habe ich. Mein Name ist Rohan Prakash. Willkommen im ältesten Laden in der Gegend. Wirklich? Wie lange sind Sie schon im Geschäft? Naja, ich selbst führe ihn noch nicht so lange. Aber mein Vater führte ihn lange Zeit, bevor er krank wurde. Oh, wie schade. Das mit Ihrem Vater tut mir leid. Oh, er ist noch am Leben. Er würde zu gern selbst wieder arbeiten. Aber bis er das wieder kann, führe ich den Laden für uns beide. Doch lassen Sie uns lieber über Ihr Wohlbefinden sprechen. Sie sind sicher ebenso besorgt wegen des Koboldaufstands und der schwarzen Magier wie wir. Selbst die Sumpfkrattler sind durchgedreht. Aber unser Laden verkauft Waren, die Ihnen helfen können, sich vor all dem zu schützen. Bitte sehen Sie sich um und kommen Sie jederzeit wieder. Vielen Dank, Mr. Prakash. Ihrem Vater und Ihnen viel Glück. Das weiß ich zu schätzen. Was verkaufen Sie hier? Sehen Sie sich um.
hervorragender Kauf. Herzlichen Dank für Ihren Einkauf. Andreas, lassen wir mal hier. Vielen Dank. Hoffentlich bis bald mal. Sehr gut. Stückchen tiefer, dass sich der Balken nicht leert. Ansonsten gibt es hier noch irgendwas, was wir finden können. Wir bräuchten noch ein bisschen alte Magie. Wir bräuchten noch ein, zwei Sternenbilder. Ansonsten sieht es gut aus. Okay, hier ist ein Baum noch. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir da hinfliegen können. Ist hier vielleicht... Wir brauchen noch ein paar Riesen. Da war aber gerade keiner. Können wir gerne nochmal später wiederkommen. Vielleicht ist er da dann da. Okay. Ein Tierwesen in der Falle ist das Beste überhaupt. Nein, hier geht's nicht drüber. Schade. Dann machen wir es mal so und gehen dann die restlichen Meter zu Fuß oder reisen die dann noch. Sollte ja nicht allzu weit weg sein. Zack, da sind wir. Revelio. Eine fehlt noch. Das ist ärgerlich. Oh, hier hinten ist noch ein Labyrinth. Das machen wir gerne einmal. So, wir finden hier... Irgendwann gab es hier mal eine... Revelio. Weiß ich, ob wir ein Buch gefunden haben oder irgendwas ähnliches. Ich dachte, das gab es dann immer in jedem Labyrinth. Sieht aber nicht so aus. Dann... sehe ich hier nur die eine Kiste. Mehr oder weniger nicht. Da geht es nicht lang. Hier. Da ist er. Sehr schön. Oh, das hier. Okay, dann ist doch bei jedem Labyrinth, bei vielen Labyrinthen die Möglichkeit, dass wir da dann noch ein Buch sammeln können. Interessant. Nun gut, wir gehen mal kurz den Kampf.
das muss jetzt nicht sein. Gucken noch einmal gemeinsam auf. Ich überlege gerade Aufträge, nee, Herausforderungen. Kampf. Da brauchen wir noch die Skelette, aber nur noch 4. Noch so ein paar, noch 2. Trolle sind es ein paar mehr. Und hier haben wir auch noch ein paar, die wir dann erledigen können. Im Großen und Ganzen sieht das da ganz gut aus. Das macht sich von alleine. Hier nochmal genauso viel. Also haben wir da noch ein bisschen was zu tun. So, gucken wir einmal auf Erkunden. Hier fehlt 1. Da brauchen wir auch noch nur noch 1. Hier ein paar mehr, aber ich weiß nicht, wo ich die finde. Wenn du nimmst, das dann gerne teilen. Hier brauchen wir auch noch weniger und keine Ahnung, was das hier ist. Ob uns das vielleicht nochmal später begegnet. Keine Ahnung, wo da die 10 nicht noch rumtreiben sollen. Und hier brauchen wir nur noch 1. So, Raum der Wünsche sieht auch ganz gut aus. Das Züchte, das ja, läuft auch ganz gut. Hier müssen wir noch ein paar retten. Dann reißen wir da irgendwo hin und sammeln irgendwelche Tiere schnell ein, die wir dann verkaufen können. Damit wir den Erfolg bekommen oder die Herausforderung abschließen können. Sehr gut. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst. Gerne bis zum nächsten Mal. Bye.